Ja, und ich freue mich, dass ich hier vorne euch mit dem Wort dienen darf. Das ist nicht selbstverständlich. Ich werde auch in dieser Bibelarbeit noch einiges einfließen lassen von dem, was wir auch als Familie, auch in der Türkei auch erlebt haben. Ich bitte euch, aufzustehen. Und ihr dürft jetzt die Augen schließen, während ich den Bibeltext lese für diese Bibelarbeit. Schließt ruhig die Augen, dann könnt ihr euch besser auf das Wort Gottes konzentrieren. Ihr seid das auserwählte Volk, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten Gottes, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest für dein Reden, dass du jedem Einzelnen das sagst, was du ihm sagen möchtest und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Dieser Saal ist gefüllt, alle warten gespannt auf die Bibelarbeit und plötzlich so Sendesignale im Lautsprecher zu hören. Hat der Redner, hat der Detlef noch sein Handy an und wird es vielleicht klingeln, während ich hier vorne rede. Ich hoffe, dass ihr eure Handys ausgeschaltet habt, aber dass euer Herz, eure Ohren auf Empfang geschaltet sind. Es ist mein Wunsch für diesen Mittag, für diese Veranstaltung, dass jeder von uns heute Morgen ganz neu gepackt wird mit einer Liebe zu Jesus und mit einer Liebe zu den Menschen, diesen Menschen das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Sei ein Lautsprecher Gottes. Es soll heute Morgen nicht um Straßenevangelisation gehen, dass du dich mit einem Megafon in die Fußgängerzone deiner Stadt hältst und Jesus verkündigst und predigst. Das brauchen wir auch in Deutschland, mehr denn je. Wir brauchen Evangelisten. Heute Mittag soll es jedoch vor allem darum gehen, wie du deine Nächsten mit Jesus erreichst. Wer ist dein Nächster? Dein Schulkamerad, dein Studienfreund, dein Nachbar, die Verkäuferin an der Supermarktkasse oder der freundliche Hausmeister, von dem du weißt, dass er seine Wurzeln in der Türkei hat und von dem du auch weißt, dass er Moslem ist, weil er jeden Tag 5-mal betet. Sei ein Lautsprecher, ein Sprachrohr Gottes. Doch bevor Lautsprecher Töne von sich geben, muss der Lautsprecher auf Empfang geschaltet sein, muss eine Verbindung bestehen, dass er überhaupt Signale empfangen kann. Und bevor wir von Jesus reden, bevor wir andere Menschen segnen und beten, ist es notwendig, dass wir zunächst auf Empfang geschaltet sind, dass wir Gottes Stimme hören. Ihr Lieben, wir leben in einem Zeitalter der Bilder, in einem Zeitalter der Information, wo Bilder uns überfluten. Die Flachbildschirme werden immer dünner und vielleicht verlieren wir dabei auch den Blick in die Tiefe. Unsere Ohren sind nur noch sehr schwach und schwer in der Lage, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil alles sich um unser Auge konzentriert. Ich erinnere mich an eine Konferenz in der Türkei,
Wir hatten dort einen indischen Gastredner eingeladen und der hat uns Missionaren etwas sehr deutlich gemacht. Er hat uns gesagt, wir haben eins verlernt. Wir haben verlernt, auf das Wort Gottes zu hören. Er hat uns das näher vor Augen gemalt. Er sagte, es ist ein ganz großer Segen, dass jeder von uns die Bibel in seiner Muttersprache in den Händen halten kann. Und ich denke, jeder von euch hat eine Bibel und liest darin und studiert sie. Doch er sagt, durch das Lesen haben wir verlernt, auf Gottes Wort zu hören. Wenn ich meine Bibel in der Hand halte und darin lese, dann befinde ich mich immer mit meinen Augen, mit meinem Kopf immer über dem Wort Gottes. Wenn ich auf Gottes Wort hören will, dann muss ich mich immer dem Wort Gottes unterstellen. Ein gesprochenes Wort, das ist vorbei, gezogen an meinen Ohren. Ich kann es nicht wieder zurückrufen. Ein Text kann ich noch mal lesen. Zu hören auf Gottes Wort, das gilt es ganz neu zu lernen. Wir haben verlernt zu hören. Ein Buch, was mich seit über 20 Jahren beschäftigt, von Klaus Bockmühl, einem verstorbenen Theologen. Er hat ein Buch geschrieben, Hören auf den Gott, der redet. Und Klaus Bockmühl hat alles, was er seinen Studenten vermittelt hat, entstand oder er wuchs aus der Stille, aus dem Hören mit Gott. Ihm war es ein Anliegen, sein Organ, sein Hörorgan, seine Ohren auf Gott hin auszurichten. Hören auf den Gott, der redet, sagt er, das ist die Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. Vereinfache dein Leben dafür. Ich bin überzeugt, dass Gott dem Menschen das Ohr gegeben hat als das Organ, um auf Gottes Stimme zu hören. Die Augen lenken uns oft nur ab. Als der größte Prediger aller Zeiten seine Antrittspredigt gehalten hat, da wurde ihm eine Schriftrolle gereicht, Jesus in Nazareth. Und man reichte ihm diese Schriftrolle und er las dann aus dem Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, sagt Jesus. Manche Bibelübersetzer haben das anscheinend nicht ausgehalten und haben in manchen Übersetzungen dann schon statt Ohren Augen eingesetzt. Vor euren Ohren ist es erfüllt. Und Jesus betont immer wieder, wer meine Rede hört und sie tut, darauf kommt es an. Wenn du nicht auf die Stimme Jesu gelernt hast zu hören, wie kannst du dann erwarten, dass andere dir zuhören sollen? Dass du ein Sprachrohr, ein Lautsprecher Gottes sein kannst? Vor dem Reden über Jesus kommt das Hören auf sein Wort, auf seine Stimme. Und dann geht es los. Wir sind berufen, die Wohltaten Gottes zu verkündigen, steht es hier in dem Text vom Petrusbrief. Im Griechischen steht dort für das Wort verkündigen nicht das Wort euangelion, davon kommt das Wort Evangelium, das sonst für verkündigen gebraucht wird im Neuen Testament, sondern da heißt es exangelion, das heißt hinausverkündigen.
Also diese Botschaft muss hinausgetragen werden zu anderen Menschen. Sie darf nicht bei dir und mir stehen bleiben. Und dann wird es beschrieben, die Wohltat Gottes ist die, dass er uns herausgerufen hat aus der Finsternis und in sein Licht gestellt hat. Als Kinder Gottes, als sein Volk leben wir im Licht und nicht mehr in der Finsternis. Wir sind Kinder der Gnade. Die Wohltaten Gottes zu verkündigen, das ist unser Auftrag. Und wir könnten nun alles aufzählen, was dazugehört, was Gott uns in Jesus Christus schenkt. Unsere Rettung, dass Jesus für dich und mich am Kreuz gestorben ist, dass er all deine Not, all deine Krankheit, deine Schwachheit, deine Sünde auf sich genommen hat und sie ans Kreuz getragen hat. Zu den Wohltaten Gottes gehört es, diese Botschaft der Vergebung, die Botschaft, dass Jesus lebt und dass er auferstanden ist. All das lässt sich zusammenfassen in einem Wort: Gnade. Gott ist gnädig. Philipp Yancey schreibt in seinem Buch, Gnade ist mehr als nur ein Wort. Die Welt kennt keine Gnade. Die Welt kennt keine Gnade. Und die Gemeinde Jesu ist dazu berufen, Gnade in diese Welt zu tragen. Das ist auch dein und mein Auftrag, dass Menschen von der Gnade Gottes hören. Und Menschen sind in Not. Sie brauchen Rettung. Sie brauchen Hilfe. Wenn ihr euch mal umhört in eurer Nachbarschaft, in der Schule, im Gespräch mit Menschen, wenn es persönlich wird, dann werdet ihr auch davon hören, dass Menschen in Not sind. Und Jesus ist gekommen, um der Not dieser Welt zu begegnen, um Menschen zu retten. Ich bin gekommen zu den Kranken, nicht zu den Gesunden. Jesus ist gekommen, um Menschen, die ohne ihn auf ewig verloren werden, herauszuretten. Und dann denke ich, packt uns dieses Erbarmen. Vielleicht hast du jetzt Menschen vor Augen, wo du weißt, die stecken in tiefer Not. Und die brauchen Jesus. Und bevor wir mit Menschen über Gott reden, ist es notwendig, dass wir mit Gott über diese Menschen reden. Dass wir beten. Jemand hat einmal gesagt, ich bete nur, wenn ich in Not bin. Und dann sagt er, und weil ich ständig von Not umgeben bin, bete ich auch ständig. Ich wünsche euch, dass euch dieses Erbarmen packt, wie Jesus es auch gepackt hat, wenn er die Menschen gesehen hat, die verirrt waren, wie Schafe ohne Hirten. Ihr Lieben, mich macht es traurig, wenn in dem Land der Reformation, und wir kommen gerade von Weihnachten her, wenn in unserem Land Migranten, Türken, Ausländer, die hierher gekommen sind, denken, wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir einen Weihnachtsbaum oder Neujahr. Und wenn wir Ostern feiern, dann feiern wir ein Eierfest. Und die nicht wissen, dass wir da die Geburt des Sohnes Gottes feiern an Weihnachten und an Ostern die Auferstehung. Dass wir beten für Menschen. Dass wir sie vor Gott bringen. In diesem Abschnitt im Petrusbrief geht es darum, dass wir zu einer königlichen Priesterschaft berufen sind. Als Kinder Gottes sind wir geadelt, Kinder des Königs zu sein. Wenn Juden den Namen Messias genannt haben, Messias, dann bedeutet das der Gesalbte, und sie wussten, damit ist der gesalbte König gemeint. Als Nachfolger Jesu bist du Königskind. Du bist Priester. Priester sein bedeutet in den Riss treten.
in den Riss zwischen Mensch und Gott. Das war die Aufgabe der Priester und des hohen Priesters, dass sie in den Riss getreten sind, für andere Fürsprache eingelegt haben bei dem allmächtigen Gott. Und wenn du betest, dann trittst du in den Riss für jemand anderen ein. Betet, dass Gott euch Liebe schenkt zu den Menschen. Das ist immer wieder mein Gebet. Herr, schenk mir Liebe zu dir, zu meiner Ehefrau, zu meinen Kindern, zu meinen Kollegen und zu meinem Nächsten. Manchmal kommen mir solche Gedanken, dass ich denke, was auch dem gilt, diese Botschaft, der soll von Jesus hören, der hat es doch gar nicht verdient, bei dem ist doch Hopfen und Malz verloren. Lasst uns gerade für die Menschen beten, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Wie viele Menschen mögen für dich gebetet haben, dass du heute hier bist, dass du zum Glauben an Jesus gekommen bist? Vielleicht deine Eltern oder dein Jugendkreisleiter, deine Großeltern, ein Schulkamerad. Viele Menschen haben für dich gebetet und beten für dich. Aber hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht über deinen Klassenkamerad, der Atheist ist und dessen Eltern nicht wollten, dass er in den Religionsunterricht geht oder mal in den Gottesdienst mitkommt? Vielleicht legt es dir Jesus heute aufs Herz, für ihn zu beten. Und vielleicht bist du der Erste, der für diesen Menschen betet. Mir kommt ein Gespräch mit meiner Schwester in den Sinn, was ich vor einigen Monaten geführt hatte. Wir kamen auf Politik zu sprechen. Und ich habe mich ein bisschen herablässig über einen deutschen Politiker geäußert, dessen politische Ansichten und sein Umgang auch mit Christen und Gemeinden ich nicht gutheißen konnte. Und dann sagte sie zu mir, du Detlef, für diesen Politiker bete ich schon seit Jahren. Das hat mich beschämt. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten, dass ich so herablässig gedacht und geredet habe über einen Menschen, der auch Gottes Wort hören soll, der auch Gottes Liebe und Gottes Gnade braucht. Betet, dass Gott euch Gelegenheiten schenkt, dass ihr Menschen auf Jesus hinweisen könnt. Bevor ihr mit den Menschen redet über Gott und über Jesus, redet erst mit Jesus über diese Menschen. Und dann habt Mut, betet auch Mut, dass ihr auf Menschen zugeht. Ab und zu gehe ich einkaufen bei uns in einem Supermarkt. Und das Interessante an diesem Supermarkt ist, da arbeiten fast ausschließlich Türken an der Kasse. Ich kann das immer sehr schnell an den Namensschildern erkennen. Und vor wenigen Wochen war ich an der Kasse. Ich hatte ganz wenige Artikel, nur die ich eingekauft hatte. Und ein alter Mann war vor mir, ich hatte ihn gar nicht als Türken erkannt, aber die Kassiererin sprach mit ihm Türkisch. Und dann war ich an der Reihe und sprach sie dann auch auf Türkisch an. Und sie war ganz überrascht und dann sagte ich ihr, dass ich 8 Jahre lang in der Türkei gelebt und gearbeitet habe, dass auch meine Schwiegermutter Türkin ist, meine Frau kommt aus einer deutsch-türkischen Familie. Und als ich das erwähnte, dann sagte sie mir, das wünschte sie sich, dass alle Türken hier in Deutschland Deutsch können würden. Ihre Mutter ist krank, liegt im Krankenhaus. Sie kann nur Türkisch und kann sich nicht mit den Ärzten und dem Krankenpflegepersonal verständigen. Das tut mir leid, sagte ich, hatte schon bezahlt und ging dann weiter und der nächste Kunde war schon an der Reihe. Hinterher sind mir 2 Dinge aufgefallen. Das erste, ich war so überrascht über diese Situation, das habe ich nicht vermutet, weil so an der Kasse, da ist man wirklich nur einen ganz kurzen Moment mit jemandem zusammen. Und es hat mich auch ein bisschen geärgert hinterher. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr sagt, ach, hätte ich doch jetzt dieser Frau etwas weitergeben können. Ein Wort der Ermutigung. Die Situation war vorbei. Das Zweite, was mir aber auch aufgefallen ist,
in dieser ganz kurzen Begegnung von nur wenigen Sekunden, hat mir diese Frau ihre persönliche Not geschildert. Sie hat mir davon erzählt, was sie umtreibt mit ihrer Mutter. Und ich möchte euch ermutigen, gerade im Gespräch mit Migranten und Ausländern hier in Deutschland, wenn ihr in so einem Vier-Augen-Gespräch seid, dann ist der Raum da, dass euch die Menschen die Not schildern und dann ist auch die Möglichkeit da, dass ihr frei und fröhlich von Jesus erzählen könnt. In dieser Atmosphäre ist das auf jeden Fall möglich. Und oft ist es Not, die hinter der Fassade von den Menschen steht. Es gilt zu reden. Sei ein Lautsprecher Gottes. Redet nicht nur allgemein über Gott. Redet von Jesus. Der Name Gottes lautet Jesus. Auf Hebräisch Jeshua. Das heißt, Gott ist Heil. Gott ist Rettung. Das ist der Name Gottes. Und ihr dürft gewiss sein, Gott schenkt euch auch die richtigen Worte. Ich bin nicht so schlagfertig, wie vielleicht das andere sein mögen. Ich weiß, manche sind da richtig begabt. Einer unserer DMG-Missionare, der schafft es, jeden auf der Straße anzusprechen. Ist er bei der Bank, hat ein Gespräch über eine Kontoeröffnung, sofort zieht er den Bankangestellten in ein Gespräch über den Glauben hinein. Und vor einiger Zeit bin ich einer Frau begegnet und die erzählte mir, ihr Mann ist durch diesen DMG-Missionar zum Glauben gekommen, der hat ihn angesprochen. Menschen haben auch oft so eine Begabung davon. Und trotzdem, jeder Einzelne, jeden Einzelnen von euch will Gott gebrauchen. Ein Maler wie Benno, ein Fischer wie Jesus, ein Schüler wie dich oder ein Student, jeden kann er gebrauchen. Jesus ist der Not der Menschen begegnet und hat in ihre Notsituation hineingesprochen. Und in unserem Land herrscht Notstand. Hinter der Fassade von Reichtum und Wohlstand ist Zerbruch, Trennung, Verletzung, nicht angenommen sein. Die vielen Migranten und Asylanten, bei uns in Sinsheim haben wir ein Asylantenheim mit 400 Bewohnern. Übrigens in Deutschland, es soll zwar geändert werden, hat ein Asylant weniger Quadratmeter Fläche als ein Biohuhn zugewiesen bekommen. 4 Quadratmeter. Und manche leben seit Jahren hier. Da ist Not da, der wir begegnen können. Sucht Menschen auf. Sprecht sie an. Wartet nicht, dass sie auf euch zukommen, sondern macht ihr den ersten Schritt. Vielleicht bist du der erste Deutsche, der mal ein Gespräch, ein persönliches Gespräch mit so einem Asylanten tun kann. Ich bitte jetzt mal um Handzeichen. Wer von euch kennt keinen in der Nachbarschaft, in der Schule, in der Umgebung, der nicht Deutsch als Muttersprache hat? Oder umgekehrt, wer kennt einen, der nicht Deutsch als Muttersprache hat? Mal Finger hoch. Sind etliche. Fast alle Hände gingen hoch. Was würde diese Woche geschehen? Und ich möchte euch wirklich ermutigen, geht mal runter und nachher in der Pause an den Stand von der Südosteuropa-Mission oder vom Evangelischen Ausländerdienst oder vom Orientdienst und dann nehmt euch doch mal ein Flyer oder ein Traktat oder eine Schrift mit in der Sprache von dem Nächsten, an dem du eben gerade gedacht hast, der Deutsch nicht als Muttersprache hat. Und dann bete doch mal die Woche über oder die nächste Zeit, dass du die Möglichkeit, dass Gott dir die Möglichkeit schenkt, dass du ihm das weitergeben kannst.
dass Gott hier 500 Leute gebrauchen kann, dass vielleicht erstmal ein Migrant hier in Deutschland von Jesus hört. Daniel hat vorhin von den Muslimen gesprochen, die durch Träume und Visionen Jesus gesehen haben. Denen, die nichts verkündigt waren, die haben ihn gesehen. Wir haben die Möglichkeit, Jesus zu verkündigen. Sucht diese Stände heute mal auf und nehmt euch Informationsmaterial, nehmt euch Flyer mit, die ihr weitergeben könnt. Ihr findet diese Stände eher hinten rechts, hinten in der Halle. Sucht sie auf. Und die Mitarbeiter werden auch dankbar sein. Wie viele von ihnen brauchen Mithelfer, Mitarbeiter? Und wenn der Benno vorhin das Lasso geschwungen hat, dann kannst du hier in Deutschland das Lasso-Schwingen einüben, bevor du es dann in Indonesien oder Paraguay schwingen kannst. Auch hier brauchen Menschen von Jesus oder wollen Jesus hören. Vielleicht hat einer von den Muslimen einen Traum gehabt. Vielleicht bist du ihm im Traum begegnet. Auch das erleben wir, gerade in der muslimischen Welt. Dass Muslime einen Traum haben und sie zu einer Person hingewiesen werden. Und dann, wenn sie dieser Person begegnen, wissen sie, das ist die Person gewesen, die ich im Traum von Jesus gezeigt bekommen habe. In diesem Supermarkt, in den ich immer mal wieder gehe, hat Gott mir vor wenigen Tagen eine neue Chance gegeben. Wieder war ich an der Kasse und da ist ein Kassierer. Und auf seinem Namensschild stand ein Name und in der Regel haben türkische Namen eine Bedeutung. Und ich wusste nicht die Bedeutung dieses Namens. Und da frage ich ihn auf Türkisch, was heißt denn dieser Name Kamsis? Und dann sagt er zu mir, sorgenlos. Und dann sage ich zu ihm, was für ein schöner Name. Sorgenlos. Stell dir vor, dein Name würde heißen sorgenlos. Und als ich das zu ihm sage, da sagt er, wenn das mal so wäre. Ja, sage ich, wo drückt denn der Schuh? Ja, sagt er, Sorgen mit dem Arbeitsplatz, mit der Freundin. Und wieder schildert er mir seine Not. Und dann sage ich zu ihm, da gibt es jemanden, Jesus, der kennt ihre Sorgen. Zu ihm dürfen sie beten, ihn dürfen sie anrufen. Und auch da drängte natürlich der nächste Kunde schon wieder an der Kasse. Und ich weiß, nächstes Mal muss ich diesen Bibelvers nochmal auf Türkisch wiederholen. Denn ich kann mich erinnern, das war der erste Bibelvers, den ich in der Türkei auf Türkisch gelernt habe. Und ich habe ihn jetzt doch im Laufe der Jahre, wo ich hier in Deutschland bin, wieder vergessen. Aber Gott hat mir so eine Gelegenheit geschenkt und er wird auch dir solche Gelegenheiten geben. Und dann haben wir nicht nur den Auftrag zu beten und zu reden von Jesus, sondern wir dürfen Menschen segnen. Segnen bedeutet den Namen Jesu auf Menschen legen. Wenn du Menschen segnest, dann legst du den Namen Jesus, Gott ist heil, auf diese Person. Gerade im Gespräch, im Vier-Augen-Gespräch mit Migranten und Muslimen, könnt ihr ruhig ausfragen, dafür für dich beten. Ich habe keinen Moslem erlebt, der das abgelehnt hat. Im Gegenteil. Sie sind dankbar gewesen. Sie haben gemerkt, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und dann dürft ihr für sie segnen. Den Namen Jesu auf sie legen. Vielleicht schildern, haben sie euch eure Not geschildert. Dass vielleicht jemand krank ist zu Hause. Oder es Probleme in der Familie gibt, am Arbeitsplatz. Nehmt das mit in so einem Gespräch und betet für diese Menschen. Und das andere auch,
dass wir immer wieder Menschen segnen, denen wir begegnen und wo wir das vielleicht gar nicht auch laut und ohne Worte tun können, dass sie es hören, sondern dass wir es nur für uns im Stillen machen. Ich denke an die erste Woche, die wir als Familie in der Türkei waren. Sprachlich war ich noch gar nicht in der Lage, mit den Menschen zu kommunizieren. Und ein Mitmissionar half mir, so die alltäglichen Dinge für die Wohnungseinrichtung zu regeln und unter anderem auch das Telefon anzumelden. Und solche Aktionen waren damals mit langen Wartezeiten verbunden. Ich sehe mich heute noch dort in einem türkischen Telefongebäude in einer Schlange von 50 oder 100 Leuten stehen und wir mussten warten und warten. Es zog sich den ganzen Tag hin. Und hinter mir stand eine ganz ärmlich aussehende Frau mit ihrem Kind auf dem Arm. Und da hat mich so ein Erbarmen gepackt, dass ich sie innerlich in Gedanken gesegnet habe. Und als wir dann endlich an der Reihe waren, hat sich herausgestellt, wir hatten gewisse Papiere noch nicht vorhanden, die wir benötigt hätten, und so gingen wir wieder nach Hause. Und ich fragte mich hinterher, war dieser Tag vergebens? Nein, kam mir hinterher in den Sinn, du hast diese Frau gesehen mit dem Kind, die so ärmlich und notvoll gekleidet war. Dass Gott uns auch Situationen vor Augen stellt, wo wir einfach für Menschen beten und für sie segnen können. Von meinem Vater habe ich das übernommen. Er hat mir das immer gesagt, immer wenn er einen Krankenwagen hört. Und wenn das Martinshorn, wenn er das hört, dann betet er für den Verletzten oder für den Patienten, dass ihm geholfen wird, dass er auch Jesus begegnet. Und er betet für den Arzt, dass er Weisheit und Geschick hat, dem Kranken und Verletzten zu helfen. Wir dürfen Segensträger Jesu sein. Vor wenigen Wochen hat bei uns in der Gemeinde ein Verantwortlicher von der Trucker Church berichtet, die Arbeit unter den Lastwagenfahrern. Und jetzt beginnt bei uns in Sinsheim, in unserer Gemeinde und auch mit anderen Gemeindemitgliedern so eine Arbeit an der A6, dass diese Truckerfahrer erreicht werden mit dem Evangelium. Und da habe ich in den letzten Wochen gespürt, Gott möchte auch mich da gebrauchen. Ich kann Türkisch. Und es gibt so viele Türken, die hier auf unseren Autobahnen unterwegs sind, die oft heimatlos sind. Auch Bulgaren und Osteuropäer. Und dann sagte mir die Verantwortliche davon, sie sagt, jedes Mal, wenn sie über die Autobahnbrücke fährt und die ganzen Lastwagen sieht, fängt sie jetzt an, für diese Lastwagenfahrer zu beten und sie zu segnen. Ohne diese ganzen Truckerfahrer, vielleicht mag der eine oder andere, ich ärgere mich auch manchmal über die Lastwagenfahrer, aber ohne die wäre dein Kühlschrank leer und wir hätten nichts in den Regalen. Was haben die für einen schweren Job hier? Und dass wir auch sie segnen, dankbar sind und vielleicht ergibt sich auch das eine oder andere Gespräch, das wir mit ihnen führen können, um sie zu segnen. Die meisten von uns, ich vermute mal alle, können reden. Ich bin dankbar, dass es auch für die Gehörlosen hier eine Übersetzung in manchen Veranstaltungen gibt. Aber Gott hat uns ein wunderbares Werkzeug gegeben, den Mund. Wir können sprechen und dieses Werkzeug möchte er gebrauchen, dass wir seinen Namen bekannt machen. Dass wir nicht schweigen, sondern dass wir den Mut haben, von Jesus zu reden. Petrus und Johannes wurden mit einem Redeverbot belegt, als sie ihre erste Antrittspredigt gehalten haben, als sie Jesus verkündigt haben. Da hat man ihnen verboten, von Jesus zu reden. Ihr dürft nicht mehr den Namen Jesus in den Mund nehmen. So weit sind wir hier in Deutschland nicht. Ob das bald kommen wird, weiß ich nicht. Aber die durften das nicht. In anderen Ländern dieser Erde werden Menschen mit so einem Redeverbot belegt. Sie dürfen nicht den Namen Jesus verwenden. Und dann lasst uns das tun, was die ersten Christen auch getan haben. Sie haben gebetet, Herr, schenk uns Mut.
Schenk uns Mut, deinen Namen zu verkündigen. Und darum wollen auch wir jetzt beten. Lasst uns kurz in der Stille zu zweit oder zu dritt, dass ihr euch, die ihr jetzt zusammensitzt mit eurem Nachbarn, kurz vielleicht austauscht, was liegt dir am Herzen, vielleicht eine Person, der du vielleicht schon mal von Jesus etwas weiter gesagt hast oder eine Person, der du etwas weiter sagen möchtest oder wo du sagst, mir fehlt der Mut, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Tut euch gerade zu zweit zusammen oder zu dritt, je nachdem, wie es gerade passt. Und dann betet füreinander und wenn es möglich ist, segnet auch euch einander. Wir wollen das jetzt tun und ich werde dann diese kurze Zeit des Gebetes mit einem Gebet von hier vorne abschließen. Herr Jesus, was für ein großes Vorrecht ist es, in die Ohren des lebendigen Gottes hineinzusprechen. Ich möchte dir Danke sagen für das Vorrecht, dass wir mit dir reden können. Und du weißt um all die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, wo uns deren Not auf das Herz zerbrechen lässt. Ich möchte dich bitten, dass du uns füllst mit deiner Liebe und mit deinem Erbarmen. Und ich möchte dich bitten, dass du der Not dieser Menschen begegnest, die du kennst. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch Mut gibst und die richtigen Worte, diese Menschen zur richtigen Zeit anzusprechen. Und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst als dein Werkzeug, als dein Lautsprecher, dass die Menschen von dir, dem Retter der Welt, hören und dass sie dich im Glauben annehmen. Ich möchte dich jetzt besonders auch für all die Migranten und Türken bitten, die hier in Deutschland leben. Es sind Millionen. Und ich bitte dich vor allem für meine Schwiegermutter, die schon seit 50 Jahren in Deutschland lebt, die als Kind dir im Traum begegnet ist und dich noch nicht aufgenommen hat. Ich möchte dich bitten, dass sie jetzt, wo sie alt wird, dass sie dir begegnet und dich aufnimmt als ihren Retter. Herr, du siehst die Not der Menschen um uns herum. Lass uns deine Boten sein. Bevollmächtige du unser Reden und lass durch deinen Geist schenken, dass Menschen durch unseren Dienst zum Glauben an dich kommen, dich verherrlichen und dir die Ehre geben, damit dein Name groß werde. Amen.